Was geht ab und was geht down, meine Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute geht es um die letzte Aquaman-Aufgabe, um den Dreizack, ja, wie ihr euch den beschafft und wie ihr dementsprechend auch den Aquaman an sich freischaltet. Was ihr dafür tun müsst, ja, und wie ihr das am besten macht, wie immer hier natürlich auf meinem Kanal. Und falls auch du jetzt neu auf dem Kanal bist, gerne auf kostenlose Ehrenbruder-Basis ein Abo dalassen und vielleicht das Video liken, wenn es dir geholfen hat am Ende. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Wir sind fast 3000 aktive Abonnenten. Das finde ich auf jeden Fall richtig nice. Bald werden wir auch 50 Euro N oder PSC sozusagen in einem Turnier sozusagen verlosen auf Twitch. Gerne da auch den Link auschecken in der Videobeschreibung. Aber jetzt erstmal genug Eigenwerbung und hier erstmal zur Aufgabe. So, wir müssen jetzt hier den Dreizack schnappen. Der ist hier oben bei Coal Cove. Da gibt es so drei verschiedene Steinplattformen, die in so einer Muschelform sind. Ja, und dort stecken dann dementsprechend die Dreizacke. Ihr könnt an jeder dieser drei Stellen landen. Ich zeige euch jetzt, wie es natürlich am einfachsten geht. Am besten geht ihr an den hinteren Stein. Ich werde euch das Ganze jetzt nochmal in Nahaufnahme natürlich an der Stelle zeigen. Und dann könnt ihr euch den Dreizack einsacken und seid dann dementsprechend auch direkt ab diesem Moment dann Aquaman. Ihr seht schon selbst, viele von den Leuten hier sind schon am Weg, hier die Aufgabe abzuschließen. Ist natürlich immer Donnerstag so, die Leute rennen direkt drauf los und wollen natürlich auch, ja, die Aufgabe direkt machen. Hier ist Coral Cove, da seht ihr es schon mal, und hier ist auch dieser Stein. Achtung, hier sind viele Haie am Start. Ich finde auch, die Spawnrate wurde auf jeden Fall erhöht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu meint. Hier ist dann auch der Dreizack. Einmal hingehen, das Ganze durchsuchen, dauert etwas länger als normalerweise. Und dann seid ihr ab diesem Moment dann auch der Aquaman. Wenn ihr alle anderen Aufgaben vorher gemacht habt, habt ihr dann dementsprechend den Skin und den Dreizack gleichzeitig abgeschlossen. So, da gibt es jetzt noch eine einzige Sache zu tun, und zwar kennt ihr das Video ja schon, tauche über den Rand eines Wasserfalls bei der schönen Schlucht. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal, wie ihr das macht und was ihr dafür tun müsst, weil ihr bekommt dafür nochmal einen weiteren Stil des Aquamans, in Oberkörper frei, ja, ohne sein komisches Schuppenshirt, wie auch immer. So finde ich, sieht der Skin auf jeden Fall richtig fresh aus. Fresh in die Kommentare, meine Freunde. Und ja, wie ihr das Ganze macht, zeige ich euch jetzt hier nochmal. Falls ihr das Originalvideo anschauen wollt, oben auf dem i könnt ihr immer die Herausforderung jedes Mal nachchecken. So, schöne Aussicht oder beziehungsweise schöne Schlucht, schöne Aussicht woanders, ist hier mitten in der Karte, solltet ihr eigentlich kennen, bei dieser Brücke, bei diesem Wasserfall, müsst ihr einfach nur den Aquaman, auf jeden Fall, ihr müsst den Aquaman auf jeden Fall tragen. Und wenn ihr den anhabt, könnt ihr diese Aufgabe abschließen, ansonsten wird die Aufgabe nicht zählen. Ihr müsst, wie gesagt, den Aquaman-Skin schon vorher freigespielt haben. Dann geht ihr einmal hier hin, sneakt euch hier direkt, ja, so zu dem Wasserfall und taucht dann einmal hier so runter und springt einfach ins Wasser. Und dann habt ihr auch den Aquaman freigeschaltet. Ich würde sagen, ich bin an der Stelle erstmal komplett raus. Wir sehen uns beim nächsten Video, vielleicht ja. Hat euch das Video geholfen, lasst auf jeden Fall ein Like da. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, peace out. More Fellows.